herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Mercedes Axor. Da gibt es hier ein neues Update und das möchte ich euch präsentieren. Was ich schon euch mitteilen kann, ist schon mal Reifenfelgen inklusive plus Trailerkabel. Das ist schon mal gut. Und was wir jetzt hier alles machen können, schauen wir uns einfach an. So, wir haben hier den No Roof, also ohne Spoiler, dann den Roof oder mit Spoiler und dann den High Roof mit dem großen Spoiler. Ne? Also das kleine Führerhaus gibt es hier nicht. Dann 4x2 bleibt 401 PS. Ne? Steht auch hier 400 PS. Wir haben 12-Gang Retarder oder den 6-Gang mit Retarder. Ich dachte, den gibt es gar nicht mit 6-Gang. 6-Gang Retarder. Ich lasse mal mit 12. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es den Axe auch mit 6 Gänge gibt, aber lasse ich jetzt mal so stehen. So, dann hier das Interieur. Sieht dann so aus. Was mir sehr gut gefällt, ist das Dashboard, das ist schon mal sehr nice. Auch hier diese 24-Volt-Dose sieht schon mal sehr, sehr, sehr gut aus. Und hier sogar ein 12-Volt-Schalter. Ne? Also gar nicht mal so schlecht hier. Gut angepasst. So, kommen wir zu den Skins. Wir haben hier die Standardfarben. Wir haben lackiert. Wir haben Silver White. Dann haben wir dieses Axor-Design. Das heißt, ihr könnt ihr auch weiß machen. Und das Rot und das hier nochmal auch Rot. Oder Schwarz oder whatever. Könnt ihr noch ein bisschen rumbasteln. Dann habt ihr den Axor Skin. Das ist dann. Achso, und jetzt bleibt immer so, ne? Dann machen wir jetzt auch nochmal den so. Dann würde man so, sieht man es besser, ne? Dann haben wir hier noch Alpölzer. Ein paar Speditionen, die man so kennt. Wer es kennt. Ein paar kenne ich. Ein paar kenne ich wieder nicht. Alles muss man auch nicht kennen. Hier gibt es auch ein Template mit dazu. Finde ich sehr gut. Kann man seine eigene Spedition hier drauf. Klatschen. Schöne Geschichte. Ich lasse jetzt einfach mal Silver White. Kommen wir zu den Amber Parts. Hier die Standardbügel von SDS brauche ich nicht erklären. Ne? Die sind hier natürlich enthalten. Das heißt wiederum, wir klatschen ein bisschen, klatschen ein bisschen was drauf, dass er ein bisschen nach was aussieht. Wir brauchen auch ein bisschen Farbe hier, dass es alles ganz schön aussieht. Dann nehmen wir hier mal die Lampen hier. Dann das bleibt alles gleich, lackiert noch, der Außenspiegel auch lackiert. Hier gibt es noch die Standardschilder, das kann man auch lackiert machen. Sehen wir noch die Standardbügel hier unten. Finde ich auch nicht so schlecht. Also sieht zumindest aus, dass es nicht, nee doch, das ist ganz normale Chrom von STS ist das hier, ne? Ja, sieht ganz normal aus. Und da packe ich jetzt noch ein bisschen was drauf, nämlich, ne, wo ist weiß, ich sehe nicht, hier ist weiß. Genau, Jack weiß und weiß. Und an unserem Bügel haben wir dann noch hier natürlich unsere kleinen. Oh, sind sie denn? Da sind sie doch. Ups, das war wieder falsch. Unsere Nebelleuchten dran und dann sieht es einigermaßen ganz schick aus. So, wollen wir weiß, zack. So, hier Verkleidung. Gibt es natürlich auch ohne Verkleidung. Hier haben wir Positionsleuchte. Oder ihr sagt, ihr nehmt mit. Ich lasse jetzt mal weg. Hinten Schmutzfänger. Gut, damit kann man nichts anfangen. Gibt aber auch eine Textur bzw. ein Template. Ich lasse mal die Originalen dran. Interieur. So, hier natürlich Standardding. Brauche ich nicht erklären. Ne? Alles vorhanden. Dann nehme ich jetzt hier mal, keine Ahnung, ein bisschen Klimbim. Reicht, mehr brauchen wir nicht. Hier haben wir so das Dashboard noch. Kann eine Tasse hinstellen und was brauchen wir noch so alles? Was brauchen wir unterwegs? Klar. Geldbeutel und das hier. Dann haben wir hier in der Mitte noch so ein bisschen was hängen. Luftpistole. Das finde ich gar nicht so schlecht. Die hängt dann hier runter und wird dann hier, kommt sie dann raus. Luftpistole 2, Luftpistole 4 oder 5. Sieht doch ganz schick aus. Gar nicht mal so schlecht. So, und hier dann noch so ein bisschen Kleinzeug. Passt. Lenkrad passt auch. Und hier noch das Navi. Und dann sind wir erstmal soweit. Durch. Starten wir mal den alten Hobel. Hier also unser Dashboard. Sieht soweit ganz gut aus. Ist jetzt hier natürlich alles auf Türkisch. Ist vielleicht nicht ganz so easy. Aber ist halt jetzt hier nun mal so. Ne? Wir machen Sound mit dabei. Oh, da habe ich schon Fehler entdeckt. Also Kabinen-DLC passt hier nicht. Seht ihr hier an der Gardine. Guckt hier raus, liebe Damen und liebe Herren. Da müssen wir noch mal ran. Das passt natürlich gar nicht. Ansonsten, der erste Eindruck ist schon mal gut.
Kommen wir zum Lichttest. Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Die sieht schon mal alles ganz gut aus hier. Das Licht sieht echt gut aus hier. Das gefällt mir. Ist sehr gut. Dann hier auch von hinten. Das passt soweit. Positionsleuchte passt, Blinker passt, alles passt. So, das hier mal das Dashboard, ganz schön viel bunt hier. Alles mit den roten Dingen sieht cool aus hier. Chuck, chuck, chuck. Cool. Nicht schlecht. Und wir haben Interieurlicht drin, ne? Geht an mit der Taste O. So, dann kommen wir ganz kurz zum Fazit hier zum... Moment. Jetzt muss ich mal kurz rechts rüber, links rüber. Was mir hier sehr gut gefällt, ist einfach der komplette Aufbau vom LKW. Der sieht sehr gut aus, vor allen Dingen auch das Interieur hier mit diesem 24-Volt-Stecker und dieser Luftpistole hier. Finde ich ganz gut. Auch in verschiedenen Farben. Cool wäre es jetzt noch, wenn es animiert wäre. Aber okay, man muss ja nicht immer alles haben. Ansonsten Standard SDS Sachen hier zum Nutzen. Was nicht passt, ist natürlich, dass die Gardine hier oben, habe ich schon gezeigt vorher, das passt leider nicht. Muss ja dann mal gefixt werden. Aber wenn man jetzt nicht zu oft in der Außenansicht fährt, dann ist es jetzt hier nicht so schlimm. Dann kann man das trotzdem nutzen. Genau, ansonsten sehr schöner Axor. Sieht man ja nicht mehr allzu oft auf den Straßen. Deshalb finde ich es ganz gut, dass der LKW nach wie vor noch geupdatet wird. Auch jetzt, wenn es hier in der türkischen Version ist, ist vielleicht nicht ganz so tragisch. Gut. Ansonsten funktioniert hier natürlich alles. Habt ihr noch Fragen dazu, dann dürft ihr es machen. Einfach kommentieren. Ansonsten lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mercedes Axor. Und bleibt mir natürlich alle gesund in diesen schlechten Zeiten. Und nochmal Respekt an alle Trucker nicht zu vergessen. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao. Beep.